Hallo beim Hopfenerd. So braut sich das zusammen, heißt meine Serie zur Brautechnologie. Und damit du keine Folge verpasst, abonnierst du am besten meinen Kanal und aktivierst die Mitteilungen. Wir schauen uns in jeder Folge eine Technologie an im Brauprozess einer Brauerei und ich tue das zusammen mit Simon Kollmann. Er ist Braumeister bei der Schönbuch Braumanufaktur Böblingen. Heute frage ich ihn, wie funktioniert eine Flaschenabfüllanlage? Dazu gehen wir mal ganz kurz hier in die Mitte rein. Ja, so hier hinten sieht man, wie unsere leeren Flaschen hochkommen. Das ganze Leergut wird unten auf ein Band gestellt. Die Flaschen laufen hier entlang weiter, beziehungsweise die Kisten. Hier drüben haben wir den sogenannten Auspacker. Ja, der Auspacker langt in die Kiste rein, zieht die Flaschen raus und hebt sie eben oben auf das Band drauf. Ja. Die Flaschen wandern dann oben auf dem Band weiter, die Kisten laufen unten weiter. Hier vorne habe ich die Ausleerung von den Kisten. Da fallen die Reste, die irgendwie in der Kiste drin sind, raus. Wie die Flaschen, seht ihr ja, die wandern in die Flaschenwaschmaschine rein. Und hier werden dann die einzelnen Flaschen in diese Taschen reingeschoben. Wir reinigen jetzt gerade 13.400 Flaschen. Hier ist das Ganze auch schematisch dargestellt. Meine Flaschen laufen rein, werden zuerst ausgekippt. Ja, so die letzten Reste, was an Bier oder an Flüssigkeiten drin ist, kann eben rausfließen. Und dann kommt das in die sogenannte Vorweiche. In der Vorweiche werden die Flaschen leicht angeweicht und nochmal ausgekippt an dieser Stelle. Ja. Dieser lila Bereich hier, das ist meine Heißlauge. Das ist Lauge, das 80 Grad heiß ist. Darin werden dann die ganzen Etiketten, die ganzen Stoffe, die irgendwie in der Flasche drin sind, gewaschen, ausgespült und eben entfernt. Danach laufen die Flaschen in den oberen Bereich, wo sie dann nachher kopfüber in der Maschine drin sind. Sie laufen hier entlang und werden dann nach und nach immer weiter runtergekühlt, weil wie gesagt, unten haben wir 80 Grad, die Flaschen müssen dann langsam abgekühlt werden, weil sonst würden sie sprengen. Ich habe hier verschiedene Spritzungen mit verschiedenen Temperaturen, bis ich ganz zum Schluss ganz frisches Wasser mit, ich glaube, 10 Grad habe. Beziehungsweise so, wie es aus der Leitung kommt. Ja. Und die sauberen Flaschen kommen dann gereinigt aus der Anlage raus und müssen erstmal untersucht werden. Dafür haben wir hier drüben den sogenannten Flascheninspektor. Der Flascheninspektor macht von jeder Flasche, von jeder einzelnen Flasche verschiedene Bilder. Man sieht es auch ein bisschen, da ist ein Stroboskoplicht drin. Ja. Die Flaschen werden von allen Seiten durchleuchtet und werden untersucht auf irgendwelche Reste, auf Sprünge, auf Öl, auf Laugereste, teilweise sogar, ob die Flasche noch irgendwelche Spannungen hat. Und wenn die Flasche irgendwie in irgendeiner Art und Weise nicht in Ordnung ist, wird es hier drüben aussortiert. Hier haben wir so eine kleine Abzweigung. Ja. Wenn eine von den Flaschen irgendwas hat, wird sie hier rausgehauen. So, und da seht ihr es auch schon. Ja. Ich habe da extra ein Stück Papier reingetan. Er hat es erkannt. Die sauberen Flaschen laufen hier entlang weiter und werden hier in den Füller reingetragen. Ja. Jetzt werden die Flaschen evakuiert. Man tut die Flasche mit Kohlensäure vorspannen und gleichzeitig mit einer Vakuumpumpe absaugen. Ja. Das hat den Hintergrund, dass da möglichst kein Sauerstoff drin ist. Ja, weil Sauerstoff macht unser Bier kaputt. Das möchten wir nicht. So können wir garantieren, dass kein Luft in der Flasche drin ist. Ja. Jetzt kommen aber die Flaschen trotzdem offen raus. Ja. Das heißt, wir haben einen Bereich, in dem die Flasche offen steht und wieder Sauerstoff rein kann. Dafür haben wir den sogenannten HDE. HDE steht für Hochdruckeinspritzung. Das ist dieses Teil hier, was so leuchtet. Da ist ein feiner Wasserstrahl, man sprüht leicht rein, aber direkt dahinter schäumen die Flaschen auf, ja, und der Schaum drückt dann eben den Sauerstoff aus der Flasche raus. In dem Moment wird es dann auch verschlossen. Wir werden hier kurz geduscht, einfach damit keine Bierreste mehr drauf sind. Und wandern weiter zum Etikettierer. Man sieht jetzt schon, hier ist eine sogenannte Leimwalze. Ich habe hier mein Leim, das rollt sich hier schön an der Walze entlang. Ja. Und bringt eine ganz feine Schicht Leim auf. Und dann kommen diese sogenannten Stempel. Die rollen sich an der Walze ab und schnappen sich hier drüben jeweils ein Etikett. Die Etiketten, die werden dann von dem Greifer von dem Stempel runtergezogen und auf die Flasche draufgedrückt.
Und dann haben wir hier so schöne Pinsel, die dann eben die Etiketten feststreichen. Ja, nachdem dann unser Bier dann eben fertig etikettiert ist, fertig abgefüllt ist, muss es wieder in den Kasten rein. Und dafür haben wir den Einpacker hier drüben. Hier kommen dann die gereinigten Kästen und werden eben mit den frisch befüllten Bier wieder versehen. Wie lange dauert es? Ist eine schmutzige Platte und dauert. Also so eine Runde ungefähr mit Reinigen und Befüllen dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ja, und die Kästen, die laufen dann wieder runter in den Keller, ja, wo die dann wieder eben palettiert werden. Ja. Jetzt müssten wir hier einmal unten durchklettern.